die auswahl eines qualitätsluftfilters von donaldson für motoren oder ganze geräte parks ist ganz einfach schauen sie einfach in den katalog auf die donaldson website oder wenden sie sich an ihren donaldson händler es kann von großem vorteil sein zur modernen technologie der donaldson luftfilter zu wechseln vollständig mit gehäuse und filterelementen dieses modul wird ihnen im einzelnen dabei helfen zu einem luftfilter von donaldson zu wechseln es ist eine Entscheidung, die tiefgreifende Auswirkungen auf die Lebensdauer Ihrer Anlage haben kann. Die Donaldson-Filterelemente in Ihren Donaldson-Luftfiltergehäusen verfügen über einen Gesamtwirkungsgrad von 99,95 Prozent. Welches Luftfiltermodell ist nun die beste Wahl, nicht nur für Ihren Motor, sondern auch für Ihre Arbeitsumgebung? Welcher Luftfilter schützt Ihren Motor zuverlässig und bietet die maximale Filterlebensdauer? Luftfilter, bei denen die Luft direkt durch den Einlass in das Filterelement gelangt, werden als einstufige Luftfilter bezeichnet. Einstufige Luftfilter von Donaldson werden normalerweise als Luftfilter der E-Baureihe bezeichnet. Sie werden üblicherweise in wenig verunreinigten Bereichen eingesetzt, zum Beispiel auf Straßen. Zweistufige Luftfilter verfügen über einen Vorfilter, der einen großen Anteil des Staubs aus dem Luftstrom abscheidet, bevor er das Filterelement erreicht. Abhängig von der Arbeitsweise des Vorfilters wird der größte Teil des Staubs aus der Luft abgeschieden. Dies geschieht entweder in den Vorfilterschnecken, Tubes oder in einem Zentrifugalluftstrom um das Filterelement. Abhängig von der eingesetzten Technologie werden zwischen 75 und 98 Prozent der Verunreinigungen aus der Luft entfernt, bevor sie das Filterelement erreichen. Zweistufige Luftfilter werden für Umgebungen mit mittlerer und starker Staubbelastung empfohlen, zum Beispiel in der Landwirtschaft, im Bauwesen oder im Bergbau. Zweistufige Filter von Donaldson werden normalerweise als F-Baureihe, S-Baureihe oder einige als Donaldson Powercore Modelle bezeichnet. Einige einstufige Filter von Donaldson können durch einen externen einzelnen Vorfilter in leistungsfähige zweistufige Filter aufgerüstet werden. Die Modelle Top Spin, Full View und Donor Spin gehören zu diesen hochwirksamen Vorfiltern von Donaldson. Ein Inline-Abscheider von Donaldson dient ebenso der Vorfilterung. Für die Filterauswahl möchten wir darauf hinweisen, dass wir für alle Fälle, in denen dies möglich ist, den Einbau von Luftfiltern des Typs Radial Seal oder des kompakten Typs Power Core empfehlen. Verglichen mit älteren Luftfiltern mit Axialdichtung sind diese zuverlässiger als herkömmliche Filter und schneller zu warten. Radial Seal ist ein spezielles Dichtungsdesign für selbstausrichtende Filter. Sie sind selbst abdichtend. Radial Seal-Filter lassen sich während der Wartung schnell aus- und einbauen. Separate Dichtungen, wie sie in metall verwendet werden, sind überflüssig. Die Powercore Filtertechnologie ist platzsparend und wirksamer als konventionell gefaltete Filter. Weitere Informationen über Powercore erhalten Sie in unserem Luftfilter Trainingsmodul A7. Informationen zu Filtergehäusen. Viele Filtersysteme von Donaldson verfügen über robuste, im Spritzguss oder Blasformverfahren hergestellte Gehäuse aus schwarzem Kunststoff. Diese Gehäuse finden Anwendung bei Donaldson Dura Light, Powercore PSD und anderen Radial Seal Luftfiltern, wie zum Beispiel FPG, XRB und FKB. Ein Vorteil robuster Kunststoffgehäuse ist das geringere Gewicht gegenüber Luftfiltern aus Metall. Sie widerstehen Korrosion und Chemikalien ebenso wie Einschlägen, Beschädigungen und Vibrationen. Unsere Luftfilter aus Stahl bieten eine branchenführende Oberflächenausführung. Die meisten der kleineren und mittleren Donaldson Luftfiltergehäuse aus Metall sind mit einer schwarzen Polymerschicht überzogen. Dies gilt auch für die Baureihen ERA, FVG und FRG. Unsere Polymerbeschichtung widersteht Korrosion und Chemikalien und hält 5 bis 10 mal länger als herkömmliche Farbe. Bei den meisten der größten Motoren und Fahrzeugluftfiltern den SRG, SSG und STG-Modellen wird eine Grundierung vorgenommen, sodass der Endverbraucher sie individuell anpassen kann. Diese großen Luftfilter werden normalerweise von außen an Schwermaschinen angebracht. Obwohl Teile wie Ansaughauben, Montagebänder, Gummiverbindungen und Klemmen als Zubehör bezeichnet werden, sind sie wichtige Teile des gesamten Ansaugsystems. Systemzubehör für Motorenluftfilter dient der Lösung spezieller Anwendungsprobleme, wie zum Beispiel übermäßige Feuchtigkeit oder Lärm. Einen Überblick über das Zubehör von Donaldson und seine Anwendungsmöglichkeiten finden Sie im Modul A17. Um die Auswahl des Luftfilters zu vereinfachen, hat Donaldson eine einfache, schrittweise Anleitung veröffentlicht. Die Anleitung bietet einen farbcodierten Überblick über die Luftfilter in ihren Anwendungsumgebungen mit leichter, mittlerer und starker Staubbelastung. Folgen Sie diesen Schritten. Beachten Sie zunächst den vom Hersteller spezifizierten Verbrennungsluftbedarf. Ermitteln Sie den Einsatz bzw. die Anwendungsumgebung für Ihren Motortyp. Wählen Sie mithilfe der praktischen Donaldson Luftfiltertabelle eine Luftfilterserie aus. Bei diesem Schritt müssen Sie zwischen Radial- und Axialdichtungsmodellen unterscheiden und eine geeignete Filtertechnologie wie zum Beispiel Powercore wählen. Wählen Sie als nächstes entsprechend dem Luftdurchsatzbedarf Ihres Motors ein spezifisches Luftfiltermodell aus dem Katalog aus. Schließlich wählen Sie das geeignete Zubehör aus, mit dem die Leistung des Luftfilters geschützt und verbessert wird. Dieses Verfahren wird im Zusatzmodul A2B genauer beschrieben. Dort erfahren Sie zudem, wie Sie den Motorluftdurchsatz berechnen können, falls diese Daten nicht von Ihrem Motorhersteller bezogen werden können. Diese Wartungsinformationen dienen als praktische Anleitung. Die Wartungsanweisungen Ihres Motoren- oder Fahrzeugherstellers werden hierdurch jedoch nicht ersetzt.